So. Was muss ich jetzt noch machen? Ich brauche den Code. Ich brauche auch noch den Code. Vielleicht ist das ja irgendwie 2007. Oder 2008. Ich guck mal. Kombinationsschuss. 2 0 0 1 2 3 4 2005. 2005, ist das, war das das Jahr, in dem sie sich kennengelernt haben? Feuerwehrskörper! Ah, da können wir in die Luft sprengen, geil! Thanks for storing my explosives, Chief. Nehmen, geil! Now I'm ready to rock. Sorry, Noch Dad. ein Honor, Brief der Großeltern. Oh, schon wieder lesen. Oh. Grandma and Grandpa were so Okay, nice. es wäre wieder Zeit I für. wish we saw them more. Es ist wieder Zeit für meine alten Deutschstimme. Lieber Charles, danke für deine liebe Nachricht und die Blumen für Christens Geburtstag. Sie bedeuten immer mehr, wenn sie von dir kommen. Wir vermissen euch und würden gerne sehen, wie Chris aufwächst. Genauso wie du vermissen wir Emily jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Wir wissen, dass Trauer ein Teil deines Lebens ist. Und vergiss nicht, dass wir oft an dich denken. Wir sind immer für dich da. So wie du für uns da warst. Für immer. Bitte melde dich bei uns und lasst uns festlegen, wann wir uns sehen können. Du bist Teil unserer Familie und immer in unseren Herzen und Gebeten. Mit Liebe, Peter. Okay, warum hält er das jetzt genau im Spind fest? Weil ich meine, den anderen Brief, den hat er ja auch einfach da so frei rumliegen gehabt. Oh na. Okay. Ortsansässige Frau stirbt nach Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Unfall, Flucht mit Todesfolge. Die am Dienstagabend, den 16. Dezember 2014 um 19:15 Uhr bei Mendel Street und Asteria Drive stattfand. Das ist das, wo der Vater doch Streife machen wollte. Das Opfer identifiziert sich als Emily Erickson, 28. Aus Beaver Creek, Oregon. Entfernte sich von ihrem liegen gebliebenen Auto, als sie frontal vor einem nicht identifizierten, zu schnell fahrenden Vehikel getroffen wurde. Sie hinterlässt einen Ehemann und einen. Danke dafür, Lunden. So, nun geh bitte weg. Hier ist gerade dramatische Szene. Sie hinterlässt einen Ehemann und Sohn, die zu dem Zeitpunkt des Vorfalls. Was? Die zu dem Zeitpunkt des Vorfalls nicht zugegen waren. Kommissar Anderson sagt, die Überwachungsvideos konnten wichtige Hinweise enthalten. Wir betrachten dies als Totschlag durch Fahrerflucht. Wer Informationen zu diesem Vorfall hat, sollte anonym die Polizei-Hotline von Beaver Creek unter 555 Capture anrufen. Okay. Das ist also mit ihr passiert. Die arme I Mutter. know Dad spent a lot of money on the funeral. A lot. Darum hält er diesen Ordner auch im Schrank. In liebevoller Erinnerung an Emily Erickson. Emily Erickson, 28, geliebte Ehefrau, Mutter und Tochter, verließ unsere Welt viel zu früh am 16. Dezember 2014 in Beaver Creek, Oregon. 2014. Ja. Emily kam am 25. Januar 1968. Kann ich auch ausprobieren? Ich schreibe mal wie es auf. Ich schreibe mal 2014 auf und 1986 auf. In Oregon Origin als Tochter von Peter und Kirsten Riot zur Welt. Seit dem Kindergarten war sie eine leidenschaftliche Zeichnerin und später eine der besten Schülerinnen einer Highschool in Oregon. Eugen, keine Ahnung.
Sie gewann verschiedene Kunstwettbewerbe und ein wertvolles Stipendium für die angesehene Blackwell Academy in Arcadia Bay, Oregon. Nach ihrem Abschluss kehrte sie nach Oregon zurück und heiratete am 1. Mai 2006. 2006. Ihren Freund aus der Highschool, Charles Erickson. Emily und Charles zogen 2007 nach Beaver Creek, Oregon, wo sie später eine erfüllte Karriere als Kindergärtnerin einschlug und junge Menschen zu Kind inspirierte. Emily und Charles wurden am 8. Februar 2007 mit einem wundervollen Sohn, Chris, gesegnet. Emilys aufrichtige und humorvolle Online-Comic-Strips über ihr Familienleben brachten ihr bescheidene Anerkennung ein. Sie hinterlässt einen Ehemann Charles, ihren Sohn Chris und ihre Eltern Peter und Kirsten. Die Beerdigung ist für 12 Uhr am 20. Dezember auf dem Willow Hill Friedhof in Oregon geplant, mit anschließendem Empfang. Freunde und Familie sind eingeladen, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Ach Gott. Ich schreibe mir nochmal genaue Daten auf. 16.12., falls wir was genau haben wollen. 25.01. Und was habe ich jetzt? 2006. 1. Mai. Was ist Mai für ein Tag? 5. Die arme Emily. Ja. Und ich glaube, mache ich hier das Licht aus. Und dann gehe ich einmal den Fett den Luft, den Luft in den Schneemann sprengen. Genau. Ich gehe jetzt erstmal fett den Schneemann in die Luft sprengen. Einfach nur, um den Schmerz hinter mir zu lassen. So. Komm her. So, Schneebeschwörer. Jetzt in die Luft jagen. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Ja! Geh da weg! Yay! Yes! So cool! Geil. Snowmancer almost froze the whole city until Captain Spirit melted him. For now. Super. Und damit würde ich auch mal sagen, mit vielen geschafften Aufgaben würde ich auch mal sagen, nein, ich würde noch nicht sagen, ich will jetzt noch mal schauen, ob ich irgendwie den Code eingeben kann ins Telefon. Und ich wollte eigentlich gerade die Aufnahme beenden. Und aber ich will jetzt noch wissen, ob ich irgendwie noch irgendwie das Minispiel spielen kann, da das Bastard Party. Ich hoffe immer mal. Master Party 2. So. Okay. Sieht schon gut aus. Muss ich schon sagen. Er hat sich gut rausgeputzt. So, freischalten. Okay. Ich hab sechs Codes, die ich ausprobieren will. Einmal 2014. Das Jahr, in dem sie gestorben ist. Nein. Dann der 16.12.2014. Datum, an dem sie gestorben ist? Nein. 1986, das Jahr, an dem sie geboren wurde? Nein. Der Tag, an dem sie geboren wurde, 25.01.1986? Nein. 2006. Der 1.05.2006. 010506. Okay, dann habe ich keine Ahnung, was dieser verdammte Code sein kann. Und dann sage ich jetzt doch mal wirklich, war es das mit dieser Aufnahme von The Awesome Adventures of Captain Spirit?
Ich hoffe, dieses Mal fehlt nichts von der Aufnahme. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es hier weitergeht, bei den spannenden Abenteuern des Captain Spirit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!